Na gut. Ist Bodenwasser. Habe ich jetzt nichts Besonderes hier. Keine Ahnung, ich kenne jetzt auch was. Was ist die stärkste Attacke, die du besitzt? Das ist Gewissheit. Ich Schlitzer tatsächlich. Immer ich Schlitzer. Ist gar nicht mal so stark gewesen. Schade. Lehmbrühe Boden. Das ist natürlich doof. Hoi. Hör doch auf. Danke, Siegeswille. Schön. Ja gut, dann werde ich wohl auf... Ja, Pflanze. Wasser... Boah, ich glaube, das ist eine Kombination, die übel ist. Ich brauche schon was wie Pflanze. Irgendein Pflanzen-Pokémon noch. Und halt ein Typ, den ich halt nicht so hab. Hier, keine Ahnung, Zauberschein ballert eigentlich auch mal richtig rein. Jetzt Zauberschein. Oh mein Gott, Gastrodon hält aber echt viel aus, muss man sagen. Gefällt mir gar nicht, gefällt mir gar nicht. Aber welches Level bist du überhaupt? Oh nein, nicht Paralyse. Ja, okay, Vorteil. Ja, gut. Welches Level ist denn das Gastrodon? Das ist sicher sehr hoch gelevelt, oder? 39. Ja, nicht mal so sehr, nicht mal so sehr. Ja, greifen wir aber auch an, ist eher die Frage. Dann bringt mir die Flinkklaue sonst auch nichts. Ja, schöne Flinkklaue, danke. Aber Hauptsache, das Gastrodon darf weiter angreifen, ist ja natürlich mal wieder klar. Ja. Wird kritisch. Noch ein Gastrodon. Ernster. Ah, das ist ja das andere Gastrodon. Das rosane. Oh. Ja, das Problem ist, die anderen gehorchen mir nicht. Das ist Bodenwasser. Ich probiere mal in die Koko reinzukommen. Dass vielleicht Spukball genug Schaden macht. Ja, ich brauche noch ein bisschen Variation. Also, mir fehlt ein Pflanzen-Pokémon definitiv. Und Paprika mit Pflanzenfeuer ist nicht die beste Kombination vielleicht. Ja, Ludalith ist zwar schön, aber es bringt mir nichts. Machen wir Spukball. Vielleicht reicht's. Nimm das! Sieht sehr lame aus irgendwie, aber ja. Auch nicht so viel Schaden. Antikraft ist natürlich böse. Aber es hält gut aus, hält gut aus. Ich sehe zwar meine Koko gerade nicht, weil meine Koko ist, glaube ich, zu stark. Also groß meine ich. Dasselbe, stark und groß. Man sagt ja auch immer groß und stark. Gleiches Wort. Mit zwei unterschiedliche Schreibweisen. Na, dieser bedrohliche Ruf. Oh, da hast du ja echt was auf dem Kasten. Ja. Und was ist das Beste an verschneiten Bergen? Na gut, ich verrat's dir. Das Beste an solchen Bergen sind natürlich die Eis-Pokémon. Das ist wahr. Oh, Rexblizer. Pflanze Eis. Damit decke ich ja schon mal Paprika gut ab. Und dann muss ich noch irgendeinen guten Ersatz für Klippe finden. Hm, aber Rexblizer ist eigentlich ein echt guter Ersatz, wenn ich ehrlich bin. Ich brauche natürlich nur die passenden Pokémon dafür. Rexblizer hat nur das Problem, Feuerattacken vernichten es. Vernichten es sehr. Dann habe ich zumindest da schon mal Feuerpflanze, Eis und Pflanze abgedeckt. Ich habe jetzt Feuergeist. Gestein ist halt doof. Klippe ist mir auch ein bisschen zu schlecht. Muss ich jetzt mal echt mal gucken. Ja, ist auch die wichtige Frage. Was gebe ich denn auch? Also, welche Pokémon-Typen gibt es denn noch? Wenn ich jetzt hier mal so auf TMs gucke. Unlicht haben wir abgedeckt. Flug zum Beispiel fehlt ja auch noch irgendwie. Aber Flug ist ja auch nicht so wichtig. Aber Gift zum Beispiel würde ja auch noch fehlen. Ich kann auch mal gucken, was ich in meiner Box so alles habe. Vielleicht habe ich ja noch einen guten Ersatz für Klippe. Jetzt nehme ich so gucke. Naja, ich will jetzt nicht Sturm nehmen. Ich will jetzt nochmal so ein bisschen durchgucken, wenn ich jetzt hier mal so runterscrolle. Viel Stahl, Bodenpflanze mit Tentera. Ja, Tentacool war halt nicht so stark. Und ich glaube auch, Tentacool wird nicht nochmal ein... Ist halt kein guter Angriff. Und vielleicht hat Tentacool noch eine weitere Entwicklung. Aber ich glaube mal nicht dran. Käfer Unlicht. Extremo. Ja, nee.
Kogita mit viel Stahl ist auch nicht so gerade die Kombination. Gespenst auf Level. Muss man mal gucken. Elektroflug. Ja, zum Beispiel Elektro und Flug haben wir auch noch nicht. Vielleicht ist Voltrell ja eine gute Kombination. Und vielleicht mal ein besserer Ersatz mal. Ich meine, ich kann ja mal mitnehmen. Ist jetzt nicht so, dass ich es unbedingt brauche, aber ich kann jetzt mal anstatt Klippe reinmachen. Oder Paprika. Ich glaube, Paprika erstmal weg, weil Pflanze, Feuer. Kann ich ja erstmal eh nichts damit anfangen. Ich nehme mal Voltrell mit. Vielleicht bringt es ja was. Attacken kann ich nicht verwandeln. Das kann nur Funkensprung, Pflücker. Ist mehr Spezialangreifer tatsächlich. Und Verteidigung und so bleibt ja okay. Ja gut, dann habe ich schon mal. Brauche ich ja trotzdem noch irgendwie andere Typen. Zum Beispiel Gift noch. Da gibt es ja noch Gift und was weiß ich noch. Keine Ahnung, was habe ich denn noch für so für Pokémon? Giftgestein wäre halt nützlich, sagen wir es mal so, aber ich weiß gar nicht, ob es ein Giftgesteins-Pokémon gibt. Hier haben wir Stahlgift. Knattox! Ist halt nochmal Stahl. Aber Knattox ist doch sicher auch geil, oder? Problem ist, anscheinend ist dieses Knattox. Ja. Ja, ich glaube, die ganzen Giftattacken sind doch auch eher speziell. Habe ich denn noch irgendwas? Nein, warte mal. Jetzt haben wir Hariyama, Wolverock. Jetzt kommen wir wieder zu den ganzen anderen. Herber, Kupfanti, Klonkett. Ja, ich glaube, wir haben bei dieser Box 3. Warte mal, hier mal bei Box 1 haben wir das sicher. Na gut, bei Box 1 würde ich jetzt nicht nachgucken wollen, aber vielleicht haben wir hier irgendwas Nützliches. Keine Ahnung. Zum Beispiel Pflanze fehlt ja auch noch. Weiß nicht, ich glaube, du bist nur Pflanze, oder? Und würdest dann zu Pflanze-Kampf werden? Vorfetisch ist eigentlich auch gar nicht mal so scheiße, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube, den nehme ich jetzt auch mal mit. Von den Werten her bräuchte ich mal, muss ich mal gucken, wie bist du da eigentlich so? Ist mehr der Angriffstyp, Spezialverteidigung, Geschlechterverteidigung ist höher. Ich nehme dich einfach mal mit, würde ich sagen, als Ersatz für Klibbe. Bei Klibbe nehme ich dir mal kurz das Item weg. Getragenes Item verstauen, bitte. Und ihr beiden levelt. Nein, warte mal. Nein, 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 das war gar nicht. Nein. Ich wollte doch nur tauschen hier. Und weißt du, die beiden können nichts machen. Pampros eigentlich auch noch nicht. Dann klettern wir erstmal hier weiter nach oben. Dann haben wir drei Pokémon, die was können und drei Pokémon, die wir erstmal nicht anfassen sollten. Leider. Aber daraus ergibt sich schon was. Ich glaube, wenn man dann. Also, wenn man vielleicht nochmal wieder Zeit, paar. Also gerade die Raids wären jetzt vielleicht mal nützlich. Vielleicht gehe ich gleich mal zum Drachen-Raid. Warum muss dieses Mangunio dort stehen? Ich will doch nur rüberspringen. Ich will dich nicht bekämpfen. Und jetzt müsste ich ja hier gleich... Echt, hier ist ein Kindwurm. Aber das Kindwurm will nie drinnen bleiben und es bringt auch nichts. Das ist mir zu hoch gelevelt. Gut, jetzt, wenn ich jetzt hier drinnen bin, bin ich jetzt hier in der Höhle. Gut, das bringt mir jetzt auch nichts. Ach, ist das die gleiche Höhle wie von vorhin, wo ich... Nach... Ist das dieselbe Höhle? Nee. Das ist nur derselbe Aufstieg gerade. Aber gegen die Trainerin will ich kämpfen, weil Level Up ist natürlich ein Level Up. Schlagbohrer. Anwender rammt das Ziel während sein Körper... Was ist denn Schlagbohrer für eine Attacke? Ist das Boden, oder? Schlagbohrer ist Boden, aber bringt niemandem was. Schade. Wieso kann das denn... Also, warum kann das nicht... Pampros, genau. Nicht erlernen. Was bist du? Ach, du bist Molunk. Hi. Hier, Spenstmünzen. Nehme ich gerne an. Auf zum Schneebergslalom. Ja, ja, ich bin ja auf dem Weg. Was könntest du haben? Könntest du Eisattacken haben? Ich meine, ich kann ja trotzdem mal mit Gladiantri drin bleiben. Selbst wenn es jetzt... Aber wenn er Eis-Pokémon benutzt, dann kann ich auch hier mit Gladiantri angreifen. Ich bin extra den weiten Weg hergekommen, um den Schneebergslalom auszuprobieren. Ja, dann wünsche ich dir viel Spaß gleich zum Pokémon Center da runter. Okay, Molunk. Ich versteck mich, ich hab Angst. Wir sind zu gefährlich. Hi, Tyra. Ja, das ist leider kein Eis-Pokémon. Aber ich hab Stahl. Weil es ist. Ach, warte mal, nee. Nee, das ist normal wahrscheinlich. Das ist nicht Fee. Chanera ist nicht Fee geworden, oder? Ich kann es ausprobieren, aber es wird nicht so sein. Hi, Tyra. Das war trotzdem viel Schaden. Ich dachte, Hytera hat relativ viel. Und Lichtschild bringt ja eigentlich auch nichts, weil Gladiantri ist natürlich ein physischer Angreifer und kein Spezialangreifer. Nimm das. Ja, die anderen werden jetzt wahrscheinlich viele Erfahrungspunkte bekommen, oder?
Und wie viele Erfahrungspunkte die bekommen. Vor Fetisch möchte Zauberblatt erlernen. Ja, Zauberblatt ist eigentlich auch nicht schlecht. Das trifft eigentlich immer. Macht 60 Schaden. Und du kannst echt kack attacken, wenn ich ehrlich bin. Was bist du eigentlich? Du bist mehr Spezialangreifer, oder? Nee, mehr Angreifer. Na gut, das ist bei Zauberblatt. Wenn es gleich bleibt, ist er nicht so schlimm. Ich mach Dreschflegel mal weg. Ich brauche einfach ein Pflanzen-Pokémon. Ruheort interessiert mich nicht. Oh Mann, dann habe ich ja jetzt richtig verkackt. Muss jetzt zum Pokémon Center jetzt runterspringen. Daumen nach oben natürlich. War wohl ein Ausrutscher von mir. Ja. Dann rennen wir mal weiter. Wie gesagt, der Drachenraid ist ja hier in der Nähe. Den können wir uns eigentlich auch mal kurz anschauen. Weil er müsste ja trotzdem 2 Sterne sein, egal wo wir gerade sind. Da vorne ist noch eine Trainerin. Dann können wir jetzt zum Pokémon Center eigentlich gehen. Sei nicht leichtsinnig, bin ich nicht. Oh, coole Drehung gerade mit dem Miraidon. Sei nicht leichtsinnig, sagt sie mir. Ich bleib trotzdem mal mit dem Team hier. Ah! Schau dir mal das Schnäppchen an. Hey du, pass bloß auf, dass du den Berg hier nicht unterschätzt. Du wirst versagen. Du wirst sowas von versagen. Ich bin Silke. Hallo Silke. Gravel. Was? Bist du die Weiterentwicklung von Krabox oder? Ist nicht eine schöne Weiterentwicklung. Das ist Wasserkampf wahrscheinlich. Was? Ich mache Metallklaue. Scheint effektiv zu sein. Warum? Was bist du denn? Bist du Eis oder bist du Eis? Musst du wahrscheinlich Eiskampf sein, oder? Ich liebe den Beulenhelm. Der Beulenhelm ist toll. Metallklaue nochmal. Wenn du mich jetzt nochmal angreifst, bist du mit Beulenhelm tot. Ja, es ist definitiv Eis. Boah, für nicht effektiv war das aber bestimmt ein bisschen sehr heftig, oder? Ja, ich unterschätze eher dich nicht, aber ich, wie gesagt, die sind auch ein bisschen stärker als wir vom Level her. Erdbeben, ja, gern. Nur, dass ich dich ja nicht benutzen kann. Ich glaube, sobald da steht, wir dürfen 35er Pokémon bis. Ich glaube, ich habe es mit 36 gefangen, oder? Doppelkick. Ramos. Du bist halt auch relativ schwer. Ich meine, Erdbeben. Komm, Stärke kann weg. Genug Variation an Attacken, dass du normale Attacken, glaube ich, nicht brauchst. Oh, also das war wirklich sehr stark. Ich weiß ja nicht, wann sich Voltskrell oder so entwickelt oder Vorfetisch. Bei Vorfetisch kann ich mir vorstellen, dass sie ein Item braucht. Ich kann ja mal kurz die Items durchgehen. Ich habe ja die ganzen Kampf-Items und Bären und was weiß ich hier. Man nennt sich hier mal so. Feuerstein interessiert keinen, Donnerstein interessiert keinen, Mondstein, Sonnenstein interessiert keinen, Uralerstein. Also, es ist nicht so, dass sie jetzt alle sagen, oh mein Gott, wir müssen das unbedingt benutzen. Nee. Na gut, weiter nach oben. Wir sind bei Montanata. Was ist Montanata für ein Ort? Vorne ist zumindest ein neuer Gegner. Was ist denn Montanata? Ist das schon der Ort, oder? Oder, nee, das heißt, du heißt einfach der Berg wahrscheinlich, oder? Ich werde erstmal. Ich will jetzt so die Eisgegend hier anschauen. Also, kommen wir schon mal gut voran. Und hier haben wir anscheinend die Weiterentwicklung von Leufeo. Feuer-Pokémon natürlich im Eisgebiet ist natürlich immer sehr passend. Pyroleo. Sogar schlechter gelevelt und als die anderen Gegner gefühlt hier. Vielleicht bleibst du ja drin, aber ich glaube nicht dran. Hier immer sind 2 Wackler und ich liebe es, durch den Boden immer durchzugucken, diese schöne Leere. Ja, okay. Bin ganz ehrlich, ein Kladiantri jetzt gerade vorne zu lassen, nicht eine gute Idee. Aber ich kann es ja schnell mit dem Beleber wiederbeleben. 1. Ach komm, du schwebst in der Luft. Hör auf, Gott zu spielen. Komm einfach in mein Team. Also, was ist mein Team? Ich will dich nicht haben. Ich habe schon Feuer-Pokémon. Rückstoß und Beulenhelm ist auch nicht schön für dich. Also bitte bleib in diesem Ball. Danke, danke schön. Ich trinke hier mal einen Schluck hier, bevor jetzt gleich der Pokédex-Eintrag kommt. Den lese ich dir auch sehr schön vor mit. Mhm.
Im Kampf erreicht die Mähne männlicher Pyroleo Temperaturen von 2000 Grad Celsius. Wer sich ihnen dann auch nur nähert, erleidet schwere Verbrennungen. Feuer normal sogar, wow. Naja. Wir haben halt jetzt ein weibliches. Oh mein Gott! Voltrell entwickelt sich! Ich hoffe, zu irgendwas gut aussehendem. Aber Elektrovogel ist natürlich immer sehr gut. Das sieht sogar echt gut aus, muss ich sagen. Das sieht echt cool aus. Voltrian! Frag mich, ob Enigmara, wenn man sich sehr viel später bekämpft hätte, auch einen Voltrian gehabt hätte. Mit den Flügeln erzeugte Strom, den es in seinen Kehlsack speichert. Da sein Gefieder kaum Öl enthält, kann es nicht gut schwimmen. Voltrian noch eine weitere Entwicklung? Elektroball. Je höher die Initiative des Anwenders. Die ist hoch, die Initiative. Das kann ich schon mal sagen. Flücker ist gut. Funkensprung ist gut. Ich glaube, Aufruhr verhindert Schlaf. Ja, aber ich. Was bist du denn? Du bist eher ein Spezialangreifer, oder? Dann ist ja Elektro. Das ist ja beide nicht so geil, muss ich sagen. Aber es ist ja trotzdem. Ich mach mal Funkensprung weg. Du bist ja sowieso ein Spezialangreifer, also kann ich Funkensprung entfernen. Der andere ist erstmal für Backup da. Der Rest halt. Gut, was ist Kunst? Oh mein Gott, die scheint OP zu sein. Das ist nicht gut. Wenn die OP ist... Ich weiß nicht, ist hier ein Pokémon Center eigentlich in der Nähe? Das wäre vielleicht vorteilhaft zu wissen. Ja, hier nur weiter vorne. Da muss ich erstmal weiter nach oben kommen. Wenn die mich vernichtet, ist natürlich doof. Ich will jetzt auch nicht hier weiter erkunden, bevor ich jetzt hier sterbe. Wie gesagt, ich glaube, die wird mich umbringen, wenn ich die jetzt bekämpfe, oder? Ich meine, was ich machen könnte, wäre auch speichern und nochmal neu laden, aber... Ja, ich meine, es ist nicht unmöglich, oder? Also, sie kann auch 45 haben und ich könnte sie besiegen. Wo fängt Kunst an und wo hört sie auf? Ich habe ihre Essenz vollkommen aus den Augen verloren. Ich habe auch schon andere OP-Gegner besiegt. Stacy? Ja, dann sag mal her, Stacy. Hast du Gift-Pokémon? Weil das wäre natürlich Florges. Fee, Pflanze... Ich bin Stahl schon mal richtig. 42 nur, das geht ja noch. Ich mache eine Terra-Kristallisierung. Weil ich will jetzt nichts riskieren. Ich will jetzt nicht irgendwie was Falsches machen. Los, Gladiantri. Raste aus. Grasfeld, okay. Sondern man kann sie sich selbst heilen. Das ist auch okay, das ist... Akzeptiere ich auch so. Dichtes Gras schießt aus dem Boden. Okay, Metallklaue, los! Es ist in Ordnung. Und Angriff steigt. Also ich glaube, damit können wir sie beim nächsten Treffer töten. Okay, vielleicht nicht, weil sie KP heilt. Und jetzt kommt es darauf an, wie stark ihr nächster Angriff ist. Nebelfeld, okay. Ich glaube, damit treffe ich jetzt wahrscheinlich unwahrscheinlicher. Aber warum greifst du diesen ganzen Felden an? Sie soll mich ja auch töten, oder? Meinetwegen, okay. Hast du noch etwas außer Florges? Ist halt die Frage. Kann er doch nicht wirklich rauszoomen und alle Pokémon angucken. Also doch, so könnte ich es machen. Nachthieb. Oh, das ist eigentlich auch gut. Was haben wir denn noch so alles? Also wir haben Gewissheit mit 60. Hohe Volltrefferquote. Ich weiß halt nicht, ob Gladiantri langsamer ist. Das ist halt auch die Frage. Schlitzer ist eigentlich gut. Zornkling ist halt eher schlecht. Machen wir Zornkling raus. Knirfisch. Ich bin ja schon terra-kristallisiert, also lohnt es sich schon weiter drin zu bleiben. Level 42 Knirfisch. Wahrscheinlich nur Wasserpsycho. Ich weiß nicht, ob es Psycho ist. Ich mache mal trotzdem Nachthieb. War ich aus. Danke. Vielleicht durchs Nebelfeld. Ach, Gladiantri, ich liebe dich. Also Gladiantri bleibt wahrscheinlich bis zum Ende. Olanga ist Unlicht und Gift oder Kampf? Ich weiß es nicht. Bleibt trotzdem mal drin. Wenn es eine Kampfattacke kann, ist natürlich doof. Aber wenn es Unlicht... Beulenhelm, das freut mich natürlich, dass du das erschnüffelt hast. Aber ich kann ja mal Metallklaue einsetzen. Vielleicht hilft's. Cool.
Ja, das war ein sehr schwerer Kampf. Verdammt. Also, eigentlich bin ich ja OP, aber in diesem Fall war ich's wohl nicht. Verdammt. Wie du kämpfst, könnte man schon fast als Kunst bezeichnen. Danke, danke, danke. Heul. Hier Spezialverteidigung. Ja, ich muss trotzdem mal gucken, ob ich eher mal nicht angreife hier alles, sondern eher mal ein bisschen nach oben komme. Bevor ich hier weiß, dass alles der Kunde, aber hier scheint ja schon mal der richtige Weg zu sein. Hier ist ein Schild, das sagt mir jetzt sicher gleich, hier kommst du zur nächsten Stadt. Montanata Arena voraus. Gut, das kleine Viech hier kann ich auch mal fangen. Snom-Nom. Ich meine, es ist niedlich. Es bleibt vielleicht auch sofort drinne, oder? Hallo, Gespenst. Schön, dass die Kamerafahrt mir Gespenst gezeigt hat. Ich finde es auch schön, wie es da zuschaut. Könnte ich es bitte fangen? Ich will es ja nicht nur fangen, ich will es ja nicht töten. Wenn, ja, 39, ja. Und ich sollte eigentlich noch gar nicht so starke Pokémon... Also sehr stark, ich bin mittlerweile höher gelevelt als die. Genau, genau mein Argument hat gewirkt. Snom-Nom hat es verstanden. Mit den inneren Organen verstärkt es die Kälte, die es mit dem Schnee aufnimmt. Dadurch kann es Stacheln formen, die wie Eiszapfen aussehen. Ja, hat wahrscheinlich auch eine Weiterentwicklung. Ich weiß es aber auch nicht. Das stammt, glaube ich, auch aus Schwarz-Weiß. Nicht Schwarz-Weiß, was? Schwert-Schild. Kraftwurzel. Ja. Ah, Krabbox ist auch hier. Wie gesagt, wie weit müsste ich denn laufen, um zur Arena zu kommen? Muss ich jetzt hier außen rumlaufen oder reicht das schon, wenn ich hier so mache? Wie gesagt, ich will zum Pokémon Center. Dann kann ich auch die Aufnahmesession mal beenden. Und dann machen wir wahrscheinlich in der nächsten Aufnahmesession ein paar Arenen. Weil es sich anbietet. Weil wir müssen halt ein paar Arenen mal machen. Weil sonst kann ich halt wirklich nichts machen mit meinem Team. Vielleicht bieten sich auch Raids an. Ich weiß es nicht. Weil ich muss ja auch irgendwie die beiden neuen trainieren. Ob die jetzt bleiben oder nicht. Aber Pflanzekampf ist halt gut. Eispflanze wäre vielleicht auch noch okay. Aber brauche ich ein Eis-Pokémon jemals, wenn ich Fee habe? Glaube nicht. Und Kampf. Und wenn ich Pflanzen habe, kann ich auch Boden und Gestein haben. Naja, es ist halt wirklich so ein... Da vorne ist schon wieder dieses Waldelfie-Monster. Krabbox, verliert es seine Scheren, so wachsen diese sofort nach. Aus deren Schale lässt sich eine leckere Brühe herstellen, die gern für Paella genutzt wird. Zumindest die Seite ist langsam mal voll. Das ist trotzdem mal eine Frage. Komme ich jetzt einfach hier hoch? Das ignoriere ich, weil du setzt wieder Sprungfeder ein und wenn ich dich nicht so leicht fangen kann, dann lass ich es erstmal sein. Was ist denn dieser Drachenraid eigentlich, den wir einmal verpasst haben? Der Geisterhund, süß! Ich habe auch schon die Weiterentwicklung von dem Ding gesehen. Gruff. Nicht sehr hübsch, nicht sehr hübsch. Ja, ich bin nicht so der Fan von diesem Hund. Wenn man mich jetzt aber fragen würde, ob ich jetzt eher der Hund oder der Katzenmensch wäre, ich würde zu beidem Nein sagen, aber ich würde mich mehr für Hund entscheiden. Ich hasse Katzen. I. Haaren mir zu sehr, bin gar kein großer Fan von denen. Von ihm bin ich auch kein Fan, aber das ist nur meine Meinung hier. Komm, lass dich einfach fangen. Der Beulenhelm macht zwar Schaden, das finde ich auch schön, aber kannst du einfach drinnen bleiben? Deine anderen Freunde da unten, die wollten drinnen bleiben. Komm, ich kenne deinen Pokédex-Eintrag. Du willst Freunde haben, okay? Also ich kenne nicht deinen Pokédex-Eintrag, aber ich kenne ungefähr deine Story. Du willst Freunde haben, du liebst Freunde haben, du willst einfach nur Bekanntschaft haben. Und ja, du raubst unsere Kräfte aus, ja. Aber komm doch einfach rein und du bleibst in der schönen Box für immer und ewig. Du triffst doch deine Freunde für immer. Mein Argument hat gewirkt. Ich sag doch, also man muss immer noch ein bisschen mit den Pokémon argumentieren, sagen, warum sie dabei sein sollten. Und das war's. Das reicht doch noch schon. Gruff, dieses anhängliche Pokémon ist nicht gern allein. Auch wenn man sich nur kurz um es kümmert, läuft es einem auf ewig nach. Ja, hat bei mir ein bisschen lang gedauert, bis es... Vielleicht dachte es auch, ich kümmere mich nicht gut um es, aber... Ich bin der Beste, also bitte. Keiner von mir war. Da vorne ist die Stadt. Wir haben es gleich geschafft. Schon wieder dieses Delfinwal-Pokémon. Ich habe Pongsong.
Nee, ich will jetzt aber erst, ehrlich gesagt, mal kurz die Aufnahmesession beenden. Ja, ja, ein paar Schnee-Pokémon. Können wir auch alle noch fangen? Können wir alle fangen noch? Siberio. Ja, ja, Schneebedeck. Das war eigentlich auch cool. Rexplisa und so. Kriegt mir halt jetzt nichts. Aber ich will jetzt erstmal hier nach oben. In die Eisstadt. Euch kenne ich auch. Ihr seid, Arctips? Hieß die so? Ihr seid so eine große Weiterentwicklung, dachte ich. Für das Pokémon Center erstmal. Die Stadt, also das da unten, können wir noch alles erkunden. Hallo, Botukel. Aber ist auch gerade auch egal. Ich will einfach nur schnell hier zum Pokémon Center, aber ich muss die Aufnahme bisher schon langsam mal beenden. Bevor jetzt irgendwas abstürzen ist, dann heißt, oh nö, alles ist kaputt gegangen und, Ich habe nicht viele Trainer bekämpft. Was willst du von mir? Ja, also, du hast nur zwei Trainer besiegt. Wenn du 10 besiegst, ey, dann kriegst du den geilsten Preis. Das freut mich. Ich speichere jetzt erstmal, also heile erstmal hier. Und dann sehen wir uns in der nächsten Aufnahmesession wieder, wo wir dann wahrscheinlich Käfer- und Eisarena machen. Und vielleicht noch was ich nebendran. Wir sind auch gut gelevelt, muss man auch mal so sagen. Also, vom Level her sind wir gut dran. Jetzt nur die beiden müssen dann noch mehr trainiert werden. Naja, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann und tschüssikowski.